Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute wieder den Trolls Frisierladen. Ich habe beim letzten Mal schon Poppy eine Frisur mit dieser pinken Knete hier gebastelt. Und das macht echt richtig viel Spaß und heute werde ich den beiden hier eine Frisur basteln. Aber ich habe mir überlegt, ich werde jetzt nicht ganz klassisch so wie die im Film aussehen, die frisieren, sondern ich denke mir ganz verrückte neue Frisuren aus. Ich glaube, ich fange jetzt mal hier mit dem Brunch an. Den habe ich letztes Mal noch nicht frisiert. Dafür muss man den hier so draufschieben. Und dann hier draufstecken. Aber vorher kommt da noch Knete rein. Und ich glaube, der kriegt nur ganz bunte Frisur. Ein bisschen grün. So, eine Portion grün. Und vielleicht dazu blau noch. Und vielleicht noch ein bisschen gelb. Geeignet ist dieses Set ja für Kinder ab 3 Jahren. Aber ich muss wirklich sagen, es macht mir auch viel Spaß. So gerade Frisuren finde ich immer total cool. Und wenn man hier einfach mal kreativ werden kann und verschiedene Frisuren ausprobieren kann, ist ein echt cooles Set. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der gleich aussieht. So, noch ein bisschen blau dazu. Sind ja insgesamt 7 Dosen Play-Doh mit dabei in dem Set. 2-mal pink, einmal orange, einmal gelb, einmal grün, einmal lila und einmal blau. So, und jetzt habe ich hier die 3 Farben, für die ich mich entschieden habe. Und die rolle ich einfach mal so zusammen. Und die kommen dann von unten hier rein. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Frisieren. Also hier draufstecken und runterdrücken. Wow, der hat echt lange Haare. Und es war auch fast ein bisschen anstrengend. Aber die Haare sehen super cool aus. Blau, gelb, grün durchmischt und ziemlich lang. Ich glaube, ich werde die einfach mal flechten. Einen langen, geflochtenen Zopf bekommt er von mir. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich glaube, wenn er sich selber für eine Frisur entscheiden könnte, hätte er sich für etwas anderes entschieden. Und das Praktische ist, es ist ja aus Knete. Man kann es dann einfach so zusammenkneten und dann hält das auch. Hier ist ein bisschen was abgefallen. Das könnte ich ja vielleicht hier oben noch wie so eine Art Haarband oder so hier mit dran machen. So. Ich habe noch eine gute Idee. Hier sind ja hinten so Formen dabei. Zum Beispiel ein Blümchen oder ein Bienchen. Und ich werde ihm noch so eine kleine orangefarbene Blume mit ins Haar machen. Ach, das sieht bestimmt toll aus. Der wird bestimmt gar nicht wiederzuerkennen sein. Hier einmal die Blume. Hui. Eine hübsche kleine Blume. Und hier steckt noch Knete drin. Kann ich ja gleich noch wieder rausholen. Und die Blume stecke ich immer hier oben noch so ins Haar. Gut, dann kann der schon mal hier wieder runter vom Friseurstuhl. Einfach nach oben wegziehen. Und dann kann man ihn hier wieder vom Stuhl so runterschieben. Hier steckt überall noch ein bisschen Knete. So. Alles einmal wegsammeln. Und dann kann der nächste hier auf den Friseurstuhl. Aber Poppy, die hat ja letztes Mal schon hier ihre Haare frisiert bekommen. Deswegen werde ich heute mal diese Form hier für Poppys Haare benutzen. Und ich glaube, die bekommt auch bei mir wieder pinke Haare. Einfach hier in diese Hälften reinlegen, die Knete. Bis hier oben rein auch. So. Und hier auf dieser Seite auch. Das wird jetzt eine richtige Trollfrisur. Typische Frisur und dann hier das Ganze zusammenpressen und dann hier auf ihren Kopf drauf pressen und jetzt kann ich hier vorsichtig das Ganze öffnen und Mist, sie ist umgefallen vor Schreck, aber ja, sehr coole Frisur.
Hier ist noch so ein kleiner Knick drin. Ich glaube, da werde ich auch noch mal ein schönes kleines Schleifchen oder so. Ah ja, hier ist doch eine Schleife. Welche Farbe bekommt sie? Ach, ich habe ja hier noch die Reste. So eine schöne blaue Schleife. So sehen die beiden jetzt also aus. Und man hat noch so viele weitere Kombinationsmöglichkeiten. Man kann eben hier die Haare oben rauspressen, wie so Würmer. Die kann man in kurz oder in lang haben. Man kann die auch noch abschneiden, wenn man möchte. Die Schere ist ja auch mit dabei. Also da hat man viele Möglichkeiten. Oder auch hier kann man ja verschiedene Farben dann in die Form reinpressen. Oder dann eben noch eine kleine Schleife mit dran setzen, ein Blümchen. Oder vielleicht krabbelt da sogar so eine große Raupe auf dem Kopf. Also viele, viele coole Möglichkeiten. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für dieses Set. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht möchtet ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt, ob ihr noch weitere coole Frisurenideen habt. Alles einfach unten reinschreiben und gerne einen Daumen nach oben dalassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!